Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier noch ein Gefecht von mir selbst mit dem T29, was ich gespielt habe, zusammen im Zug mit Oberst Leo. Aber da haben wir noch nicht aufgenommen, sondern da haben wir einfach noch ein bisschen Just for Fun gespielt. Deswegen will ich euch das jetzt einfach mal so präsentieren, weil ich finde, der Panzer selber ist wirklich ein sehr, sehr guter und brauchbarer Panzer. Die ganze Reihe, also ich sag mal, ab dem T29 oder sogar schon ab dem T150 davor, ist schon wirklich sehr gut. Die Low-Tiers selber, ja, da soll jeder seine eigene Meinung dazu kundtun, das ist immer Geschmacksfrage. Aber ich sag mal, ab Tier 6 werden sie echt gut. So, und deswegen erstmal hier hoch in die Feiermeile, weil hat auch eine Begründung. Ich habe natürlich auf dem Lineup sieht man, dass der Gegner selber gar nicht so viele schwere Panzer hat und dementsprechend sollte die Action da oben überschaubar sein. Da ist der Chaffee zwar schon da, der guckt aber wohl nur. Und deswegen einfach mal hier weiterfahren. Und gerade versucht mit Auto-Aim, hat aber nicht geklappt leider. Jetzt ist natürlich der Hintergrund, ich würde ihn gerne eine verpassen, aber Chaffee im Rückwärtsgang ist natürlich auch ordentlich flink. Aber er bleibt hier. Und ich hau in den Boden rein. Aber jetzt ist da ist schon ganz schön viel an Gegner. Und da schieße ich einfach plump daneben. Das war ein schlechter Schuss einfach. Aber jetzt den KV-2, der schaut gar nicht auf mich. Da kann ich alle Zeit der Welt einaimen. Jetzt schaut er in meine Richtung. Bisschen aufpassen. Und jetzt muss man mal... Unten rushen sie jetzt die Mitte weiter. KV-2 konnte ich wegmachen und jetzt haben sich die in der Mitte ganz schlecht positioniert. Also jetzt können die von uns beiden Seiten beschossen werden. Deswegen jetzt auch der KV-85 weg und alle Panzer tot. Also hat der Gegner ein bisschen sich, ja, überwältigen lassen. Von der Geschwindigkeit, sag ich mal. zu 3. Bis jetzt schaut es einfach nach einem ganz entspannten Match aus. Der E25, da haben wir beide ein bisschen am Kuscheln, das will doch keiner nachgeben. Gerade in Anbetracht dessen, dass er ja unglaublich viel Zeit hätte gehabt, dass er links überholt. Aber gut. Soll er machen. Der T29 ist natürlich da jetzt noch ein schönes Ziel. Mittlerweile steht 6:6, also jetzt ist es nicht mehr so ganz entspannt. Abgeprallt mit Auto-Aim am Heck. So, der nimmt natürlich jetzt den E25 raus. Vorne aufs Rad zielen. Und nochmal und dann ist er auch schon weg. So, 7:9, also der Gegner hat es jetzt mittlerweile gedreht. Oberst fährt weiter zum gegnerischen Cap und ich fahre wieder zurück, weil einfach dafür ist hier einfach zu viel an Gegner und zu wenig Verteidigung, weil nur die Artis, das kann man natürlich nicht bringen.
Und jetzt da der Lux will sie natürlich die Arti schnappen. Der erste Schuss natürlich die Ketten. Wie soll es anders sein? Dass man hätte die Arti verteidigen können. Der zweite Schuss daneben. Ganz schlecht geschossen von mir, gebe ich auch ehrlich zu. Das war gar nichts. So, aber jetzt aber dann doch hoffentlich. Ja, der letzte Schuss klappt dann. 11-11. Dann noch ein MT25, der sich für mich gar nicht interessiert. Der wollte hier wohl direkt wieder abhauen, aber das war nicht clever. Und aktuell, jetzt gibt es noch einen Tiger, einen E25 und einen T67. Und jetzt passiert was auf der drüberen Seite, das einfach jetzt sehr unschön ist. Und zwar der Leo und ich glaube auch der G-Force, also zumindest der Leo definitiv. Wir kommen jetzt von den E25 und T67 gerade die Hucke gleich voll. Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber ist der Fall. So, da haben wir einen Tiger. Der ist natürlich noch rappelvoll. So, da konnte ich ihn ganz gekonnt noch eine an der Ecke oben verpassen. Er will sich natürlich immer zurückziehen, sobald er einen Schuss bekommt, ist ja klar. So, auch noch oben einen rein. Der E25 hat jetzt den Leo gerade zerstört. So, und durch den weichen Helm kommt man auch nochmal gut durch. Und jetzt zieht er sich ganz zurück, dass ich nicht mehr so einfach auf ihn drauf komme. Zumindest meinen Krieger will ich hier klar machen. Aber da davor in den Boden. Der wird natürlich gesühnt, dass er mir gleich einen verpasst. Bevor ich nochmal so einen Schuss setze, der nicht passen könnte, will ich noch ein bisschen mehr von ihm sehen. Genau. Der Krieger, aber wie befürchtet oder wie gesagt, der E25 hat jetzt auch noch den KV rausgenommen. Das heißt, zwei schnelle, gute TDs gegen die Tier 6 AT. Und mich? Und jetzt ist der Plan, das bisschen defensiver zu spielen, und zwar sie kommen zu lassen, weil die Problematik ist, wenn die beiden einigermaßen gut zusammen spielen würden, dann hat man keine Chance. Also dann würden sie beide einen umfahren, würden Katz und Maus mit einem spielen. Und dann war es das auch schon, haben einfach auch hier die Sichtweitenvorteil. Mit einer vernünftigen Positionierung beziehungsweise einfach den Tarnvorteil, den habe ich so nicht. Dementsprechend ist jetzt meine Hoffnung, dass sie jetzt mich besuchen kommen im Cap. Da muss man natürlich jetzt Geduld haben und dementsprechend, ja, das Ganze entspannt sehen, weil 6 Minuten 30 hat man noch. Arti positioniert sich auch dementsprechend. Ist natürlich jetzt eine langweilige Chose für euch. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber man muss auch ab und an einfach mal die Gefechte beziehungsweise die so runterspielen, die ja doch die Gefechte so runterspielen, dass es passt und dass man dementsprechend doch den Sieg irgendwie holt, weil sonst habe ich den hier schwinden sehen und mit 6 Kills wollte ich den dann doch eigentlich dann einfahren. Habe deswegen auch Premium geladen, obwohl eigentlich das nicht wirklich unbedingt notwendig ist für diese Gegner. Aber in der Zwischenzeit kann ich einen Witz erzählen. Was kenne ich für einen? Ja, genau. Kommt ein Typ, wird in den Knast eingesperrt und sein Zellengenosse sagt: So, wir haben hier eine neue Tradition. Jeder Neuling, der muss leider in Po gewöhnt werden. Sagt er: Na, also ich will nicht in Po gewöhnt werden. Sagt er: Du, da kannst nicht drum rum. Das ist bei uns so, jeder Neuling wird es. Da kannst du jetzt labern, was du magst. Das ist so. Ja, okay.
Aber du bist ein netter Kerl, deswegen dementsprechend kannst du ja aussuchen, ob du mit oder ohne Spucke willst. Ja, dann lieber mit Spucke. Spucke, komm mal rüber, da ist ein neuer. So, fand ich ganz lustig. Jetzt hat uns Gott sei Dank der E25 von dem Sparwitz erlöst. Hat jetzt einfach mal kurz hier abgefahren und geguckt, was so Sache ist. Und man muss auch sagen, das Problem ist einfach so, der E25 ist noch fast voll. In einem One-on-One würde er mich aus den Schuhen schießen. Also das heißt, ich darf kein direktes Shootout eingehen, sondern ich muss mit meinem Alpha spielen und die Reload-Zeit in der Zwischenzeit so ausnutzen, dass er da nicht auf mich wirken kann. Auch ein Grund, warum ich hier diese Position gewählt habe. Ihr könnt übrigens euch eure Lieblingswitze mal in die Kommentare posten. Würde mich auch interessieren, was ihr so lustig findet. So, jetzt ist der E25 leider erstmal weg. Aber gemach, gemach. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben immer noch 4 Minuten und der Gegner will ja gewinnen. Tendenziell kann man ausgehen davon, dass der Gegner greedy ist und sich denkt, okay, wir haben zwei normale Jagdpanzer. Jetzt stellt sich schon der erste in Camp. Jetzt warte ich ein bisschen ab. Um da nicht gleich zu viel zu wollen. Man sieht der unglaubliche Tarnwert, also das ist noch nichts offen und da hinten steht er offen eigentlich. So, E25 habe ich jetzt einen verpassen können. Arti schießt natürlich daneben, wie soll es anders sein? So, er schießt Gold. So, jetzt hat er mich gekettet, jetzt fahre ich aber lieber mit reparierten Ketten zurück. Denn er bleibt in Cap und das ist natürlich, ja, beziehungsweise jetzt will er abhauen. Aber hier in dem Fall hat er jetzt verloren. Mit Auto-Aim den letzten besorgt. Und jetzt sind es 3 Minuten angebrochen. Das heißt, jetzt kann man mal schauen, was denn hier so weiter passiert. Ich skippe mal ein bisschen. Man sieht, der T67 war zuletzt auf D1 gespottet. Und jetzt fahren die Arti und ich beide so, dass wir die Karte möglichst weit abdecken, dass wir da möglichst viel Sicht bekommen, weil jetzt ist natürlich der Gegner in der Position, uns kommen zu lassen. Aber die Arti hat ihn gefunden, den T67. Ich komme leider nicht drauf, kann leider nicht wirken. Aber die Arti besorgt es ihm. 3600 Schaden angezeigt, 7 Kills, Panzerass geholt. Ich glaube, ich habe alles erreicht und das Game noch schön drehen können. Von dem her, mich hat es selber gefreut. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.